auch alles gut verstehen. Und ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich im Namen der Arbeitsgemeinschaft Rhein-Bayern-Württemberg. Ich bin Manfred Metzner vom Verlag Das Wunderhorn hier in Heidelberg und habe Ihnen auch noch zu sagen, dass wir heute einen sehr internationalen Tag haben. Was die Autorinnen und Autorenauswahl angeht, hatten Sie ja heute Mittag schon Blondel aus Frankreich. Jetzt kommt der Nina Kandasamy aus Indien und um 22 Uhr kommt noch Arno Kamenisch aus der Schweiz. Aber warum sage ich, dass es noch internationaler ist, weil wir uns sehr, sehr, sehr freuen, dass alle aus den jetzt existierenden UNESCO-Literaturstätten, diejenigen, die dort verantwortlich sind für die Literaturstätte, hier in Heidelberg sind, weil das Kulturamt sie eingeladen hat, um Heidelberg zu besuchen und sind alle heute Abend hier. Und wir freuen uns very, very warm. Welcome to you all. From Norwich. Und. Very, very welcome to India. Claudia Kramatschek von Bern. Nina Kandasamy habe ich vor ungefähr 3,5 Jahren in Solothurn in der Schweiz auf einem Literaturfestival kennengelernt. Und das ist ja eigentlich der größte Glücksfall für einen Verleger, wenn er eine ihm völlig unbekannte, neue, junge Stimme hört, sieht, und in dem Moment sofort beschließt, sie muss in einer deutschsprachigen oder zweisprachigen Ausgabe bei Wunderhorn erscheinen. Und dieses Buch, aus dem Sie heute vorlesen würden, Nina Kandasamy, Fräulein Militanz, ist 2014 bei Wunderhorn erschienen. Und die weitere Geschichte dazu ist, und es hat eben, es sind magische Momente in Heidelberg und Sie haben mit Heidelberg zu tun. Es ist übersetzt worden, die Gedichte sind übersetzt worden von dem Schweizer Poeten Raphael Urweider. Einige von Ihnen erinnern sich, dass Raphael Urweider Preisträger des Brentano-Preises ist. Vor ungefähr 10 Jahren, der Brentano-Preis für Poesie ging an Raphael Urweider. Und Raphael Urweider hatte auch Nina Kandasamy zu diesem Festival 2012 in Solothurn eingeladen. Ich war dort, weil 3 meiner afrikanischen Autoren dort eingeladen waren. Shiri Kura aus Zimbabwe, Niro Gangmashile aus Südafrika und Lelo Kabila aus Nigeria. Alle 3 haben Sie auch inzwischen hier in Heidelberg hören und sehen können, ihren Autoren. Nina Kandasamy wird Ihnen nachher jetzt gleich vorgestellt von der Literaturkritikerin und Journalistin Claudia Kramatschek aus Berlin. Sie hat Germanistik und Italienistik studiert und arbeitet als freie Literaturkritikerin. Sehr viele Rezensionen von Büchern macht sie für den Deutschlandfunk und das Deutschlandradio Kultur, auch für den SWR. Und sie sitzt in einer Jury, einer ganz wunderbaren Bestenliste. Ich mag Bestenlisten nicht, schon das Wort Bestenliste, für mich, ich habe einen anderen Literaturbegriff. Aber es gibt eine Bestenliste, die ist vielleicht wirklich eine Bestenliste. Und die heißt Weltempfänger. Die wurde von dem Schriftsteller Ilya Trojanow, den Sie vor einigen Jahren hier auch haben erleben können, und von der LITROC, der Gesellschaft zur Förderung der Literaturen aus Afrika, Asien und Lateinamerika, herausgegeben. Und Frau Kramatschek ist da mit in der Jury. Und diese Bestenliste, die heißt Weltempfänger, und das ist wirklich eine Liste, wo Sie die Literaturen der Welt vorgestellt bekommen. Erscheint 4-mal im Jahr, und es werde immer so auf diese Liste gewählt. Das ist also auch ein Teil der Arbeit von Frau Kramatschek. Die Veranstaltung wird so sein, dass Frau Kramatschek und Herr Kandasamy das Gespräch führt und beide lesen auch die Gedichte aus diesem Gedicht von Fräulein Militanz, die übrigens eine Auswahl ist aus den 2 erschienenen Gedichtbänden von Nina Kandasamy, Katsch und Miss Militanz. Und jetzt begrüßen Sie mit mir ganz, ganz herzlich Nina Kandasamy und Claudia Kramatschek. Herzlich willkommen.
begrüße Sie auch ganz herzlich und versuche jetzt erstmal dieses Geläute zu übertönen. Das habe ich auch noch nicht gehabt, die Kirchenglocken anzuläuten. Und ich möchte auch ganz herzlich Mina Kandasamy begrüßen. Für mich ist das eine persönliche Freude, weil ich schon seit langem, fast über 10 Jahre, über die Literatur des indischen Subkontinents arbeite, schreibe, dort auch viel unterwegs gewesen bin und deswegen ganz große Ohren bekam, als der Band Fräulein Militanz im Wunderhorn Verlag letztes Jahr erschienen ist. Ich werde Mina Kandasamy in Deutsch vorstellen. Wir werden dann Deutsch, Englisch, Englisch, Deutsch die Gedichte vortragen und im Anschluss werde ich mit ihr das Gespräch auf Englisch führen, dann aber meine Fragen und Antworten in einer gerafften Übersetzung nochmal ins Deutsche vortragen, sodass wirklich auch alle mitkommen können, aber das Gespräch auf Englisch zu führen, macht es etwas flüssiger. Die Frau, die neben mir sitzt, ist eigentlich eine Frau, die 4 Frauen in 1 ist, mindestens. Sie ist Lyrikerin, Autorin, Übersetzerin und Aktivistin, last but not least. 1984 ist sie in Indien geboren, in Tamil Nadu, da lebt sie noch heute, nämlich in Chennai. Ihr erstes Gedicht schreibt sie im Alter von 17 Jahren. Heute ist sie zu Gast auf allen renommierten Literaturfestivals in Indien und derer gibt es inzwischen sehr viele. Sie sagte mir gerade 64 an der Zahl, allein in Indien. Auch weltweit außerhalb von Indien ist sie inzwischen ein sehr häufiger und gern gesehener Gast. 2009 nahm sie teil am renommierten International Writing Program der Universität von Iowa. Und sie war unter anderem auch Fellow an den Universitäten von Kent und Newcastle 2011. Ihre Eltern sind beide Professoren. Sie selbst ist promovierte Linguistin, hat sich aber entschlossen, Schriftstellerin zu werden. Die Geschlechterpolitik und die Kastenpolitik stehen im Mittelpunkt ihres Werkes. Es ist bis dato ein sehr schmales Werk, aber auch ein sehr gehaltvolles Werk und ein Werk, das in den Aufsehen geregt hat. 2006 erscheint ihr erster Gedichtband, Touch ist sein Titel. Das Wort Touch spielt an auf die Untouchable, die sogenannten Unberührbaren, und geht mit einer Ästhetik des Protests hart zu Gericht mit dem Umgang, mit dem Indien bis heute denjenigen pflegt, die im Kastensystem, das heißt in der sehr hierarchisch strukturierten Gesellschaft Indiens ganz unten stehen. Im schlimmsten Falle wird ihnen eigentlich gar nicht mehr zugestanden, dass sie so etwas wie Menschen noch sind. 2010 erscheint ihr zweiter Gedichtband, Mrs. Militancy. Der ist, so schrieb dann ein südafrikanischer Kritiker, ein Tritt in den Hintern des Patriarchats. Mina Kandasamy verleiht in diesen Gedichten Frauen eine Stimme. Frauen, die ungehörig sind in jedem Sinn. Es sind Frauen, die sich auflehnen gegen die Männer, die sie schlagen, vergewaltigen, mindestens aber unterdrücken. Und es sind Frauen, die sich auflehnen gegen die kulturellen Zuschreibungen, mit denen das weibliche Geschlecht, nicht nur in Indien, auf seinen Platz verwiesen wird. 2014 erschien ihr erster Roman Gypsy Goddess, also Gypsy Gottheit. Es spielt in Tamil Nadu im Jahr 86. Und rekapituliert ist ein bis heute ungesühntes Massaker, also ein historisches Ereignis. Damals setzten Großgrundbesitzer ein Dorf in Brand, um sich an den Bewohnern, die Mehrzahl von ihnen einfache Bauern, Leibeigene muss man sagen, um sich an diesem Dorf zu rächen. Und diese Bewohner, diese Bauern hatten es gewagt, sich aufzulehnen gegen die Unterdrückung, gegen die Ausbeutung, die tägliche Existenz. Der Roman wird 2014 auf Deutsch erscheinen, auch wieder im Wunderhorn Verlag. Und dort ist eben im letzten Jahr, und das letzte Jahr habe ich schon gesagt, der Gedichtband Mrs. Militancy erschienen, eine Zusammenstellung von Gedichten aus den beiden bis dato publizierten Bänden Touch und Mrs. Militancy. Und wir hören nun Gedichte aus Mrs. Militancy. Mina kann das sagen. Nein. Thanks. A cunning stunt. Bound in bed and blindfolded, I hear the man of words come to me. Burying his face between my thighs, he says, a cunt by any other name would smell as complicated. And then, sniffling in Sanskrit, he christens it Yoni,
the womb, uterus, vulva, vagina, the female organs of generation. Memory gives way to medical terminology, gives way to metaphor, as this man turns to a word monster who says that it connotes place of birth, source, origin, spring, fountain. And with his first thrust, it also becomes a place of rest, repository, and a receptacle to his erection, enormous as the Monier Williams dictionary. He's tearing away to make the meanings fit in, and Kant now becomes seat, abode, home, lyre, nest, stable, and he opens my legs wider and shoves more and shoves harder, and I'm torn apart to contain the meanings of family, race, stock, and caste, and form of existence, and station fixed by birth, and I can take it no more. Pinned down that way, I cannot walk away. I'm frightened, I'm frigid. I turn faker. Eine Tour de Force. Mit verbundenen Augen ans Bett gefesselt, höre ich den Wörtermann zu mir kommen. Er vergräbt sein Gesicht zwischen meinen Schenkeln. Er sagt, auch unter irgendeinem anderen Namen würde ein Möse genauso komplex riechen. Dann schnüffelt er in Sanskrit und tauft sie Yoni, den Bauch, Uterus, Vulva, Vagina, die weiblichen Zeugnisorgane. Erinnerung macht medizinischer Terminologie Platz, macht Metaphern Platz. Als dieser Mann sich in ein Wortmonster verwandelt, das sagt, mit ihr sei Geburtsort gemeint, Quelle, Ursprung, Frühling, Brunnen. Und mit seinem ersten Schoß wird sie auch ein Ort der Ruhe, Lagerstätte und Gefäß für seine Erektion in der Größe des Monier Williams Wörterbuches. Er reißt sich los, um die Bedeutungen anzupassen. Und Möse wird nun zu Sitz, Raum, Heim, Höhle, Nest, Stall. Und er spreizt meine Beine noch mehr und stößt stärker und stößt härter. Und es zerreißt mich, dass ich die Bedeutungen enthalte von Familie, Rasse, Vieh und Kaste und Existenzform und Platz, bestimmt durch die Geburt. Und ich halte es nicht mehr aus, so aufgespießt kann ich nicht weglaufen. Ich habe Angst, ich werde frigide, ich tue alles vor. The second poem is called Backstreet Girls, and it's dedicated to the moral police, because where I come from, it's very easy to judge people, and especially if you're women and you're writing, you know, people call you all kinds of names and they diagnose you with all kinds of problems, so it's a little background. Backstreet Girls. This woman, she's the slut, and that girl over there, she's the glutton. And I'm a bitch with tattoos on my lusty thighs. This dark lady has storm in her speech, that one strikes gold as part-time witch. And I'm a shrew with summers in my name. Tongues untied, we swallow sons. Sure as sluts, we strip random men. Sleepless, there is stardust on our lids. Naked, there's self-love on our minds. And yes, my dears, we are all friends. There will be no blood on our bridal beds. We are not the ones you will choose for wives. We are not the ones you can sentence for life. Backstreet Girls. Für die Moralpolizei. Diese Frau, sie ist eine Schlampe. Und das Mädchen dort, ein Nimmersatt. Und ich bin eine Nutte mit Tätowierungen auf den geilen Schenkeln. Diese dunkle Braut trägt Sturm in ihrer Rede. Diese schmiedet Gold als Teilzeithexe. Und ich bin eine Zicke mit Sommern in meinem Namen. Mit lockeren Zungen schlucken wir Sonne. Selbstsicher wie Schlampen ziehen wir beliebige Männer aus. Schlaflos, mit Sternenstaub auf unseren Lidern. Nackt, mit Selbstliebe im Sinn. Und ja, meine Schätzchen, wir sind alle Freundinnen. Es wird kein Blut auf unseren Ehebetten geben. Ihr werdet uns nicht als Gattinnen wählen. Wir sind nicht die, die ihr zu lebenslänglich beurteilen könnt. Mulligatawny Dreams. Anaconda, Candy, Cash, Catamaran. Cheroot, Coolie, Corundum, Curry, Ginger, Mango, Mulligatawny. Patchouli, papadum, rice, tatti, teak, vetiver. I dream of an English full of the words of my language.
An English in small letters, an English that shall tire a white man's tongue, an English where small children practice with smooth round pebbles in their mouth to spell the right ra, an English where a pregnant woman is stomach child lady, an English where the magic of black eyes and brown bodies replaces the glamour of eyes in dishwater blue shades and the airbrush romance of pink, white, cherry blossom skins. An English where love means only the strange frenzy between a man and his beloved and not between him and his car. An English without the privacy of its many rooms. An English with suffixes for respect. An English with more than 36 words to call the sea. An English that doesn't belittle brown or black men or women. An English of tasting with five fingers. An English of talking love with eyes alone. And I dream of an English where men of that spiky crunchy tongue buy flower garlands of jasmine to bring home to their coy wives for the silent demand of a night of wordless whispered love. Meine Träume dreams. Anaconda, Candice, Cash, Katamaran. Zigarre, Kuli, Korund, Kali. Ingwer, Mango, Maligatomi. Patchouli, Abadan, Reis. Tatrik, Tik, Vetiver. Ich träume von einem Englisch, voll der Worte meiner Sprache. Ein kleingeschriebenes Englisch, ein Englisch, das die Zunge eines Weißen müde macht. Ein Englisch, das Kleinkinder üben, mit glatten, runden Steinen im Mund, um das richtige Na auszusprechen. Ein Englisch, in dem eine schwangere Frau nur eine Bauchkinddame ist. Ein Englisch, in dem die Magie schwarzer Augen und brauner Körper den Zauber von Abwaschwasserblauen Augen ersetzt und den Airbrush-Pitch von rosa-weißer Blütenhaut. Ein Englisch, wo Liebe nichts anderes als die komische Anziehung meint zwischen einem Mann und seiner Liebsten, nicht ihm und seinem Wagen. Ein Englisch, ohne das Privatsphären seiner verschiedensten Räume. Ein Englisch mit Endungen für Respekt. Ein Englisch mit mehr als 36 Wörtern für mehr. Ein Englisch, das kleine, braune oder schwarze Menschen nicht verniedlicht. Ein Englisch, das mit fünf Fingern schmeckt. Ein Englisch, das nur mit den Augen von Liebe redet. Und ich träume von einem Englisch, wo Männer mit spitzen, knusprigen Zungen Jasminblumenkränze kaufen, um sie ihren scheuen Frauen nach Hause zu bringen, als stille Aufforderung zu einer wortlos geflüsterten Liebesnacht. Nailed. Men are afraid of any woman who makes poetry and dangerous portents, unable to predict when, for what, and for whom she will open her mouth, unable to stitch up her lips, they silence her. Her pet parrot developed an atrocious fetish for the flesh of sacrificial goats, so Kulamai was bolted within a box and dropped in the Kaveri. She teased and tormented his celibacy, so Miss Success Village was thrown into a well by a wandering socialite godman. She was inaccessible and unattainable, so Durga was put in an iron trunk that settled on a riverbed, and even the men and women who tried to approach her were informed in a pre-recorded voice that she was out of reach and network coverage. She was an outcast who had all the marks of a fiery orator who would someday run for parliament, so a nail was driven into her head on the instructions of a Brahmin fiancé, and her coffin was set adrift in a wailing river. She was black and bloodthirsty, so even Kali found herself shut inside her shrine. They were relatively low risk, so most other women were locked up at home. Genau. Männer haben Angst vor jeder Frau, die Poesie und gefährliche Omen macht. Unfähig vorherzusagen, wann, wozu und für wen sie ihren Mund aufmacht, nicht imstande, ihre Lippen zuzunehmen, bringen sie sie zum Schweigen. Ihr Papagei entwickelte einen grässlichen Fetisch für Fleisch von Opferziegen, also wurde Kulamai in eine Kiste geschraubt und in den Kaveri-Fluss geworfen. Sie machte sich lustig und triezte ihn wegen seines Zölibats. Also wurde Miss Dorferfolg von einem prominenten, umherziehenden Gottesmann in eine Quelle geworfen. Sie war unzugänglich, unerreichbar. Also wurde Durga in eine eiserne Truhe gesteckt, die an einem Flussufer anlegte,
Und auch die Männer und Frauen, die versuchten, sich ihr zu nähern, wurden von einer aufgezeichneten Stimme darüber informiert, dass sie außer Reichweite, ohne Versorgungsbereich und Netz sei. Sie war eine Ausgestoßene, die alle Zeichen einer feurigen Rednerin trug, welche eines Tages für das Parlament kandidieren würde. Also wurde ihr ein Nagel in den Kopf geschlagen, nach Anleitung ihres brahmanischen Verlobten, und ihr Sarg wurde den Wellen eines heulenden Flusses überlassen. Schwarz und blutrünstig fand sich gar Kali in ihrem Schrein eingesperrt. Als verhältnismäßig geringes Risiko wurden alle anderen Frauen nur zu Hause eingeschlossen. Lady Justice, you are sad and you start out sluggishly, shedding your gypsy skirts and learning to dress up in gold and Valentino gowns. You're playing patience to pass the time, and you believe every feud has to die out when the fighters die. You wait for that. You later learn it does not work that way. Sitting still in a songless court, you watch backlogs and bribes and middlemen grow. You're unfazed by all the hard work that sob stories demand, and so you dictate your judgments by picking out from a tattered deck. You give the 10 of swords to the woman paraded naked and to the gang-raped girl. Self-defeating, dangerous if they ever won. The 5 of pentacles to a laborer duped of a lifetime savings, and that old trader who wears his losses like a brass talisman. Finally, you hand out the 3 of swords for a habeas corpus from a modeling ex-king looking for his kidnapped princess bride. Your courtroom turns into an ominous circus. 2 shows every day, entry free. And as the high priestess, you let hope elope with justice. The rebellious righteous unite against you. You're handed a hanged man and bathed in bullets. Your sinuous body is cast in stone. And to make sure you never turn blind or bored or fall asleep, each plaintiff applies a paste of blood-red chilies on your open eyes. I just want to add that this is actually a goddess in India, and where people make prayers, and because the god shouldn't be blind and they want her to actually take some action, they apply the paste of dried chili on the goddess statues on the eyes. So yeah, it's a remaking of a folk practice that still exists. Yeah. Ina Kandaran sagte, das Gedicht, das sie eben vorgelesen hat, entspricht einer Praxis, die tatsächlich vollzogen wird in Indien. Es gibt eine Gottheit, Justitia, und die Menschen gehen zu ihr hin, und damit sie ihre Augen öffnet, also nicht blind ist, die Justitia, wird ihr eine Paste aus rotem Chili in die Augen gerieben. Frau Justitia, du bist traurig und beginnst träge, deine Zigeunerröcke abzulegen, und lernst, dich in Gold und Valentino-Roben zu kleiden. Du legst Patiencen, um die Zeit zu vertreiben, und glaubst, dass jede Fehde aussterben wird, wenn die Kämpfer tot sind. Du wartest darauf. Später lernst du, dass es so nicht funktioniert. Still sitzt du in einem sanglosen Hof und schaust, wie Unerledigtes, Schmiergelder und Mittelsmänner mehr werden. Du bist von der harten Arbeit unbeeindruckt, die diese rührigen Geschichten verlangten, und befiehlst deine Urteile, indem du Tarotkarten ziehst. Du gibst jener Frau, die nackt vorgeführt wurde, und dem massenvergewaltigten Mädchen die 10 Schwerter. Selbstzerstörerisch, gefährlich, falsjäge Wennen. Die 5 Pentakel einer Arbeiterin, betrogen um all ihre Ersparnisse, und diesem alten Händler, der seine Verluste wie einen Messentalisman trägt. Schließlich gibst du für die vermissten Anzeige eines larmoyanten Ex-Königs, der seine entführte Prinzessinnengattin sucht, die 3 Schwerter aus. Ein Gerichtssaal wird zu einem unheilvollen Zirkus. 2 Spektakel täglich, Eintritt frei. Als Hohepriesterin lässt du die Hoffnung mit der Gerechtigkeit durchbrennen. Die rebellischen Rechtschaffenden vereinigen sich gegen dich. Man gibt dir den Gehängten, und du wirst von Kugeln durchsiebt. Dein geschmeidiger Körper wird in Stein gegossen. Und um sicher zu gehen, dass du nie blind wirst oder dich langweilst oder einschläfst, schmiert dir jeder Kläger eine Salbe aus blutroten Chilis in die offenen Augen. Lines addressed to a warrior.
Come, colonize me. Creep into the hollows of my landscape, my eyes click-clock, no more the drawing of the gates. Set up your home, your office, the writing desk and the trading post. Ignore the sand brown of my skin, or willing blind, I will never know black from white. Take me and talk of your finer finish, stand I yield, so script your stories here. Invade this inner space, adjust the pace and pulse of your marching armies and house your machine guns, its manuals. Populate me with anthems, the songs of wrath and those of war. Draft words that echo of gunfire to accompany my lone dance of submission. Though prose mad and power crazy, you conquer me never with malice or manhood. Capture every territory, fill up all my blank skin to resound with the strike of scimitars, the sadness of success. Have all your battles, lost or won, chronicled across my line of dawn. Verse an einen Krieger. Komm, kolonisier mich. Kriech in die Höhlen meiner Landschaft. Meine Augen rasten ein. Kein Schließen der Tore mehr. Mach dir dein Zuhause, dein Büro, den Schreibtisch, den Handelsposten. Übersehe das Sandbraun meiner Haut, eine gewollte Blindheit. Ich werde schwarz und weiß nie unterscheiden können. Nimm mich und erzähl von deiner edleren Politur. Erstaunt gebe ich mich hin, schreib nur deine Geschichten hier. Dreh ein in diesem Innenraum. Pass Takt und Puls an den marschierenden Armeen an. Verschanze die Maschinengewehre in ihre Gebrauchsanweisungen. Bevölkere mich mit Hymnen, Lieder über Zorn und Krieg. Entwirf Worte, die nach Schüssen tönen, damit sie meinen einsamen Unterwerfungstanz begleiten. Obwohl prosasüchtig und machtgierig, eroberst du mich, nie bös oder mannhaft gemeint. Nimm ein, jedes Territorium, füll die Leerstellen meiner Haut mit dem Singen der Krummsäbel, der Trauer des Triumphs. Hast alle deine Gefechte verloren oder gewonnen, festgehalten quer über der dunklen Linie auf meinem Bauch. Touch. Have you ever tried meditation, struggling hard to concentrate and keeping your mind as blank as a whitewashed wall by closing your eyes, nose, ears and shutting out every possible thought, everything and the only failure that ever came, the only gross betrayal was from your own skin? You will have known that. Do you still remember how the first temptations arose? And you blame skin as a sinner? How when your kundalini was rising, shaken you felt the cold concrete floor, skin rubbing against skin, your saffron robes, how even in a far off different realm, your skin anchored you to this earth. Amidst all that pervading emptiness, touch retained its sensuality. You will have known this. Or if you thought more variedly about taste, you would discount it as the touch of the tongue. Or you may recollect how a gentle touch, a care has changed your life multifold, and you were never the person you should have been. Feeling with your skin was perhaps the first of the senses. Its reality always remained with you. You never got rid of this. You will have also known this. You will have known almost every knowledgeable thing about the charms and the temptations that touch could hold, but you will never have known that touch, the taboo to your transcendence, when crystallized and cast, was a paraphernalia of undeserving hate. Berührung. Hast du es je mit Meditation versucht? Versuchen dich zu konzentrieren und dein Denken so leer zu lassen wie eine weiß gestrichene Wand, wenn du die Augen schließt. Nase, Ohren und jeden Gedanken ausschließen. Alles. Und am einzigen Scheitern, das jemals passierte, der einzige Riesenbetrug, ging von deiner eigenen Haut aus. Du wirst das gewusst haben. Erinnerst du dich noch, wie die ersten Ablenkungen kamen? Und du bezeichnetest die Haut als Sünde, wie dich deine Libido übermannte. Zittern spürtest du den kalten Betonboden. Haut rieb an Haut, deine Safranröcke, wie sogar in einer ganz anderen Wirklichkeit dich deine Haut in dieser Erde verankerte. In all dieser durchdringenden Leere behielt Berührung ihre Sinnlichkeit. Du wirst das gewusst haben. Oder wenn du vielseitiger nachdachtest über Geschmack, würdest du ihn abtun, als eine Berührung mit der Zunge. Oder du könntest dich daran erinnern, wie eine sanfte Berührung,
eine Zärtlichkeit mein Leben vielschichtig veränderte. Und du warst nie die Person, die du hättest sein sollen. Das Spüren mit der Haut war vielleicht der erste der Sinne. Seine Realität liegt immer bei dir. Du bist sie nie losgeworden. Du wirst das gewusst haben. Du wirst fast alles Wissbare gewusst haben über Verlockung und Versuchungen, die in Berührung enthalten sind. Aber du wirst niemals gewusst haben, dass Berührung, das Tabu für deine Transzendenz, wenn in einer Kaste kristallisiert, nur Zubehör von unverdientem Hass ist. This poem is called Mohandas Karamchand, which is the first name of the person popularly called Gandhi. So, Mohandas Karamchand, this poem is written when I was 17. I had just read Celia Plath's Daddy, and it was a poem about the father figure. So for me, the father figure who was the one who most upset me was, of course, the father of India, which is Gandhi is considered the father of the nation. So, yeah. And it starts with a quote from Albert Einstein, who said of Gandhi, "Generations to come will scarcely believe that such a one as this walked the earth in flesh and blood." Who, Mahatma, sorry no. Truth, non-violence, stop it, enough taboo. That trash is long overdue. You need a thorough review. Your tax-free salt stimulated our wounds. We gonna sue you, the Congress shoe. Gone half cuckoo, you called us names. You dubbed us pariahs, harijans. Goody-goody guys of a bigot god. Ram, Ram, hey, Ram, boo. Don't ever act like a holy saint. We can see through you, impure you. Remember how you dealt with your poor wife. But they wrote your books, they made your life. They stuffed you up the imposter true and sew you up, filled you with virtue and gave you all those glossy deeds. Enough reason we still lick you. You knew, you bloody well knew, caste wouldn't go, they wouldn't let it go. It haunts us now the way you do, with a spooky stick, a eerie laugh or two. But they killed you, the naked you, your blood with mud was gooey goo. Saddest fool, you killed your body many times before this too. Bapu, Bapu, you big fraud, we hate you. Mohandas Karamchand. Geschrieben nach der Lektüre von Sylvia Plath, Daddy. Man muss wissen, Gandhi gilt als Vater der Nation in Indien. Nachfolgende Generationen werden es kaum glauben, dass einer wie er wirklich in Fleisch und Blut über die Erde ging, Albert Einstein. Wer? Mahatma, sorry, du. Wahrheit, Gewaltlosigkeit, hör auf, Schluss mit Tabu. Dieser Müllsack ist schon längst zu. Brauchst deine gründliche Revision nun? Dein steuerfreies Salz reizt du unsere Wunden. Wir werden dich verklagen, geben dir den Kongressschuh. Halb durchgeknallt. Hast du uns Namen genannt, als Parias betitelt, Harijans, ach so tugendhafte Decken eines begotten Gottes, Ram, Ram, hey Ram, buh! Tu nie ein heiliger Heilige, wir schauen durch dich hindurch, werfen mit Schmutz. Erinnere dich, wie bist du mit deiner armen Frau umgesprungen? Und doch haben sie deine Bücher geschrieben, dein Leben erfunden. Sie haben dich ausgestopft, Wahrheit, Betrug. Gefüllt mit Tugend nähten sie dich zu. Und schrieben dir all diese Hochglanztaten zu. Dich noch immer abzulecken, gibt's Gründe genug. Gewusst hast du, verdammt nochmal gewusst, die Kasten verschwinden nicht, sie lassen es nicht zu. Es verfolgt uns nun, wie auch du, mit einem gruseligen Stock, einem Lachen dazu. Sie brachten dich um, dein nacktes Du, wohles klebriger Saft aus Matsch und Blut. Sadistischer Narr brachte es deinen Körper oft davor aus eigener Kraft um. Wir hassen dich, Riesenschwindler, Bapu, Bapu. And perhaps because we only met in secret and shielded by darkness, he hesitates whenever I ask him to bring our love to light. Liebe ohne Titel. Und vielleicht, weil wir uns immer im Geheimen trafen, im Schutz der Dunkelheit, zögert er. Wann auch immer ich ihn bitte, unsere Liebe ans Licht zu bringen. Thank you.